Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Runde GTA 5 Online bei Deadline 6. Mit dabei sind wieder wie immer der Yannick und der Steven. Ja, moin, grüßt euch. Genau, jetzt geht's in die heiße Phase hier. Ja, weil bald sind wir nämlich durch und dann steht der endgültige Gewinner fest. Ja, du führst mit 2 Punkten. Ja. Ja. Kleine Lackfresse. Warum bin ich schon wieder? Ach ne, ich bin orange. Ich bin lila. Okay. Ich bin einfach nur zufrieden, weil er sein Orange nicht hat. Ja, es ist schon wieder richtig Cancer, ey. Jetzt werde ich verlieren. Mit Ansage, ich werde verlieren, weil ich mein Orange nicht fahre. Ich krieg mal einen Tank. Ich krieg aber schon heute den ganzen Tag keinen Boost, also kein Schnellstart geschissen. Nice. Hallo Yannick. Ah, heißt sie nicht. Die finde ich ja auch ganz cool. Die haben wir, glaube ich, als allererstes gespielt, ne? Hä? Warum spawn ich nicht? Mach ich auch so, sehr einfach das Handy an. Alles klar. Hä, warum? Mein Bildschirm ist grau. Ja, aber du fährst. Fährst du ja aber gerade rum. Ja, ich weiß, aber trotzdem ist alles grau, außer meiner Spur. Dann drück mal Pfeiltaste nach links. Oder nach rechts. Nach rechts ist es. Ah, ja. Warum? Um Gottes Willen. Es gibt verschiedene Filter, um es hübsch zu machen. Also wer mit Filtern spielt, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Dum, 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 dum. So, jetzt legen wir uns immer wieder ans Zeug. Ach Mann! Warum lasse ich mich immer darauf ein, ey? Okay. Weil du geizig bist, ja. Geizig? Der Killgeiz. Weil du die Eier in der Hose hast und dich traust, Janek, deswegen. Ja, genau. Geilig. Ja, dann lass dich halt nicht von mir aufbauen. Nö, brauch ich sorry, nicht. Sorry, du Morde. Das hab ich nicht nötig. Greedy Bastard. Was ist da jetzt gerade passiert? Ach Gott. Ich sag doch, ich fahr nicht orange. Und hab auch dort wieder so kleine Gehirnaussetzer. Also nichts Neues. Also außer, dass du nicht orange fährst. Die Farbe so, stimuliert mich einfach nicht. Gehirnaussetzer halt, ne? Nein! Sehr schön. Jo! Da hat er leider noch genug Platz an der Seite. Ja, das war aber wohl. Ja, hätte ja sein können, dass du in die andere Richtung fährst. Du musst dich pokern. Ah, jetzt denke ich einfach, dass der Orange Sturm ist, weißt du? Na, das ist halt so ein bisschen verwirrend. Ja, Bastard, ich hab. Siehst du, ich sag doch, kein Orange! Und schon kriegst du es nicht mehr auf die Kette. Schon macht er nur noch Scheiße. Oh, das gibt's aber doch nicht. Das gibt's doch nicht. Hauptsache Yannick geholt. 3-6 für jeden. Nein, nicht ganz. Aber immer wenn ich sowas sage, ich sterbe. Ich wirklich. Das ist gerade voll der FPS-Drop. Ich halte jetzt einfach die Fresse. Hat er das echt überlebt, der Jude? Das hat mir das Leben gerettet, Alter. Wobei eigentlich im Prinzip nichts anderes. Du hast einfach nur mehr Zeit zu reagieren, weil der die Lenkung ist im Prinzip genauso stark wie sonst auch. Ja, natürlich, aber trotzdem. Weißt du? Weißt du was, ey? Das war geil, Yannick. Danke dafür. Halb Lali. Das gibt es nicht. Ich mache hier nichts mehr. Ich fahre hier nur noch im Kreis. Echt. Bin dir. Ja, und jetzt. Lol, wo bin ich? Da genau, so 8000 genau das ist mir eben auch passiert. Nur, dass ich dann in Afofas Spur reingefallen bin. Und du hast natürlich das Lack und fällst da nicht rein. Nö, okay. Natürlich. Ja, du bist doch gar nicht gestorben. Nö, hab ich auch gesagt. Deswegen, Alter, hörst du mir nicht zu? Mir hört wieder keiner zu hier. Euch auch nicht zu. Ja, normal, ne? Ja, normal.
Ja, Standard, ne? Damit haben wir den Booster unten weg, der Hund. Aufpassen. Dass der Boy nichts Verbotenes macht. Boah, der war mies. Ach, hat ihn da ja Bure geholt. Debuer. Oh, Steven. Ja. Die Runden sind viel zu kurz eingestellt. Du musst es mal höher einstellen. Okay, sorry. Allgemein, am besten gar keine Zeitbegrenzung. Ich glaube, das geht nicht. Nee, du hast immer Zeit. Das ist der Choo-Choo-Zug. Ja, nix, es war einfach schon wieder die gleiche Situation. Vielleicht kann ich noch am Ende holen, aber... Nein. Ah, Steven, well played. Danke, man kriegt auch mal Lob hier. Ja, wenn du keine dummen Sprüche drückst, dann lobe ich dich. Danke. Danke, du Arsch. Entschuldigung, danke, Sie Arsch. Ja, es gibt noch eine Runde. Das war die erste Runde. Lol. Raufelkopter. Ja, wir haben in der Session schon wieder so viel gespielt, ne? Ich weiß. Ach, das gibt's doch nicht. Was ist denn heute los hier, ey? Was ist denn los mit dir? Ach, schade, ich hab gedacht, ich kann nicht holen. Danke dafür, Alblali. Danke dafür. Was das denn, ey? Komm! Der darf ab sofort keine Orange mehr bekommen, dann ist alles gut. Lol, Frame Drop, wirklich? Das war bei mir jetzt gerade geleckt. Ja, hatte ich was auch immer. Drückt einfach B, dann seid ihr besser. Es backt rum, um Gottes Willen. Nice. Ey, sag mal so, bei der Vogelperspektive ist dann echt der Vorteil, wenn im Prinzip jemand neben dir ist, den du nicht dauerhaft im Blick hast. Ja, siehst du so halt vorhin, ja. Aber du siehst halt nicht, was vor dir ist. Das ist halt richtig gay. Das ist halt auf der Minimap. Sehen. Da trennt sich ja, die Spreu vom Weizen, wenn du so fährst. Ja, aber auf der Minimap sind ja auch nicht die Sprungschanzen oder so eingezeichnet. Oder wo es da so hoch geht. Ja. Du musst einfach alle oben lang fahren und ich unten alleine von mir rum, Tiger. Du Tiger, Junge. Der spielt der Tiger. You dirtle, genau. You dirtle, you dirtle. Nein! Ja! Oh mein Gott! Was hast du da um Gottes Willen gefeiert, Steven? Ja, nicht fragen, einfach nur fahren. Oh, ich hasse den so, ey, wirklich. Mit dir fahre ich nicht mehr ins Meckes. So! Mitten in der Nacht! Was habe ich hier diesen hässlichen Sprung? Jump! Oi, jump! Nein! Ach, spring doch, du Lappen! Hab da extra gedrückt! Ja, nee, wie bist du da gerade gestorben? Bist du meine Spur reingejumpt oder was? Ja. Ja. Hier, wir müssen mal auf Orange gehen, weil das geht so nicht. Also Leute, ne? Ich bin glaube ich schon mal nicht der Gewinner von der ersten Season GTA Online. Vielleicht sind die anderen Modis besser für dich. Ach, Dreckssprung. Warum starte ich immer mit? Ich kann nicht fahren! Zeitlupe immer noch. Er wird immer direkt panisch. Ich hab grauen Bildschirm! Ich kann nicht fahren! Wenn da so ein pinker Spastard auf einen zukommt. Ein pinker Spastard? Ja. Na, aha. Zwei Beleidigungen in einer. Hat er gut gemacht. Spastard. Ich starte halt auch als in der Ego-Perspektive. Ja, das hatte ich auch. Das ist so ein Bug, keine Ahnung. Bug? Ich mag Käfer.
Ich hab grad so Lack gehabt, dass ich nicht explodiert bin, weil ich gegen so eine Wand gefahren bin. Weil du so heiß bist, oder was? Ja, genau deswegen. So. Ah, 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 oh, ich bin so heiß wie ein Vulkan. kennt ihr das? Nein. Ach, ja, nee. Du bist genauso trashlich wie deine Mutter mit zwei Titten. Durchaus. Das war geil. Hast du geil wie ich. Oh, der Täter hat der Schiss bekommen. Okay, wenn du das sagst. Ja, sag ich. Miau! Miau! Ach, der war oben. Genau deswegen ist Steven gerade nicht gestorben. Toll gemacht, Dominik. Ganz toll gemacht, echt. Wenn du mal. Ey, ganz ehrlich, ich war schon Stunden an dieser Stelle vorbei. Der wäre hundertprozentig draufgegangen. Ja, egal, momentan ist es noch ein easy win für mich. Ah. Den musste ich nur einmal machen. Dann wird's unentschieden. Dann geht's hier in den Verlängerungen. Dann wird's spannend hier. Jetzt ist Hub'n Lev. Der Boy macht mich aber nicht. Nein! Lachsau! Ja, easy win für Dome. So, jetzt steht es. Theoretisch 2-2, ne? Nee, keine Ahnung. Das war geil. Aber war das überhaupt schon letzte Runde? Ich hab die erste nämlich nicht gewonnen. Ich war in der ersten Runde der letzte. Es gibt noch eine Runde jetzt. Ja, es war alles auf eine Runde. Ist noch alles ist ja unwahrscheinlich. Ja, das stimmt. Okay, jetzt muss ich meinen zweiten Sieg holen, das da. Ich muss meinen ersten holen. Jeremy. Endlich starte ich mal alleine. Check, dass ich hier mal diesen schnellen Start hinlegen kann. Ich verkacke mal heute. Ich drücke auch immer in den letzten Sekunden Gas, aber der gibt dann gar kein Gas irgendwie. Weißt du, was ich meine? Es ist schon wieder passiert. Ich muss. Weiß nicht, ob ich mir entweder den Boost auf die andere Taste legen muss oder ob ich einfach nur die Bremse mal das hinlegen muss, weil ich drücke immer beides gleichzeitig. Und ich fahr wieder in den Rhein. Sagt der er und warum, stirbt. Warum fahr ich immer nicht. Ey, wirklich. Ab sofort. Jetzt reicht's mir. Jetzt macht er ernst. Jetzt macht er auch mal ernst. Ernesto. Jetzt gewinnt er die nächsten zwei Runden. Als ob. Da bin ich Gott sei Dank an dir abgebounced. Das ist ja der harte Bouncer. So macht man das. Einfach den Boost durch. So macht man das. Einfach den Boost tot. Weißt du, eben über 3 Sekunden gegen eine Wand gefahren, nicht explodiert. Einmal gegen eine Wand gefahren mit dem Boost direkt explodiert. Hochmut so, kommt vor dem Fall. Was? Hochmut kommt vor dem Fall. Ich merk's schon. Ja, trotzdem haut er ja immer so richtig behinderte Sprüche raus und gewinnt. Normal. Ah, wir haben uns noch alle lieb. So ein bisschen. Ja. Ganz wenig. Nein, nach den Aufnahmen verlassen wir immer sofort die Terrassen und reden nicht miteinander. Wir haben uns nur in der Öffentlichkeit lieb. Wenn ich jetzt schon wieder da reinfahre. Und ne? Da gibt es eine Anzeige wegen sexueller Nötigung. Ja. Anzeige ist raus. Toto und Harry ermitteln schon. Wer? Toto und Harry. Kennst du das nicht? Oh Gott. Kulturbanause. Das wäre erstmal dein komischen Anime-Dingern. Nein. Kennst du nicht Toto und Harry? Das ist echt nicht. Heißt die Sendung so, oder? Ja. Und die Protagonisten heißen auch so. Nee. Keine Ahnung. Und du stirbst natürlich nicht, ne? Nö, natürlich nicht. Ich hab doch wieder hier an. Kennt ihr das? Hauptsache, du gönnst mir den Kill nicht.
Nein! Oh Gott. Hast du Glück gehabt, dass ich noch nicht meine Spur gezogen habe, Dominik? Sonst wärst du jetzt verreckt. Ja, das stimmt. Reckt, gedreckt. Aber zwischendurch dürfen die Menschen mit Skill auch mal Luck haben. Dafür könnte ich dir gerade schon wieder eine Fresse schlagen, ne? Echt. So, dafür gibt's erstmal. Immer diese aggressive Stimmung hier, ey. Ja. Ach, ApoRed, verpiss dich. Ich bleib überfallen zwischen diesem Baum und der Wand an da hängen. Ach, die kommen da immer. Oft genug. Er kommt da auf seinen Baba-Wagen, Alter. Bitch, ich hab nen Bobby-Wagen. Bobby-Wagen. Warum spawn ich schon wieder bei dir? Was? Wo bist du denn bei mir gespawnt, Alter? Du bist am anderen Ende der Map gespawnt. Nein, das stimmt nicht. Ah. Halt, stopp. Ach, komm her. Oh Gott. Junge, ich bin da gerade. Du hast das geschafft. Ach, fick dich, Sprung. Junge, ich bin da eben so genial durch die Spuren gefahren, das kannst du dir gar nicht so vorstellen. Genial. So genial. So true. So motherfucking true. So motherfucking goddamn true. Armanankoi. Arminar. Wer ist dieser Armin? Und warum will der einen Koi? Armin will Koi. Ich stehe auf Fische. Ach. Viel zu viel Platz noch. Boah, hab ich da Glück gehabt. Macht euch mal. Fick dich! Fick dich! Ich glaub's nicht. Wie bist du jetzt gestorben? Ich glaub es nicht. Ich weiß es nicht. Vor allem an wem? Ich weiß es einfach nicht, Mann. Ich hätte die Runde gewonnen, weil ich die Runde echt nicht schlecht war und dann gewinnt. Aber ich bin auch einfach gestorben gerade, Yannick, wegen Sudden Death nicht qualifiziert. Ja, weil du warst nicht qualifiziert, aber Yannick und ich hatten gleich viele Leben. Du bist einfach zu schlecht, Steven. Hör auf, mit den Meistern zu reden. Ja, gut, gefällt gut. Ja, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, die erstmal klatschen, ja? So. Du weißt ja, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja. Ah ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.